Walter Sagason, die Zentrale der zweitgrößten baskischen Gewerkschaft, landpolizeilich besetzen und die anwesenden Gewerkschaftsvertreter mit erhobenen Händen stundenlang an die Wand stellen und nahm kurz darauf den Generalsekretär der baskischen Gewerkschaft monatelang im Präventivhaft. Walter Sagason bezeichnete Foltergeständnisse als rechtmäßig und lehnte die von Menschenrechtsorganisationen geforderte Videoüberwachung in den Verhörzentren ab. Ja, also vor der Veranstaltung heute mit dem Richter Walter Sagason heißt er, ne? Ja. Erstens mal muss man sagen, sowas ist legitim und legal, dass es so etwas gibt, das finde ich schon richtig. Für mich sehr wichtig, dass ich den militärischen Kampf von der Tag ganz fundamental ablehne, wie ja die meisten anderen auch, weil dabei Unschuldige vor allen Dingen eben auch sehr zu Schaden gekommen sind. Die einzelnen Argumente, die ich in dem Faltblatt gelesen habe, finde ich nicht überzeugend. Da macht sich die ETA-Bewegung, also hier die Leute, machen sich ganz zweifelhafte oder fragwürdige Argumente, persönliche, gegen den Richter zu eigen. Die kommen aus ganz rechten Kreisen, aus der PP, von Faschisten, von faschistoiden katholischen Kreisen. Und diese Argumente gegen den Richter wurden verwandt, um ihn hier zu desavouieren. Es ist sehr schade, dass die Leute nicht stärker wirklich in der Sache argumentiert haben. Deshalb fand ich das überhaupt nicht überzeugend, was diese ETA-Leute hier veröffentlicht haben. Also hier, also ja, wofür sie hier gestanden haben.